Nach über 20 Jahren wurde dieses Jahr die Prüfnorm für Motorradhelme verändert. Wie genau sie verändert wurde und wie wir Motorradfahrer davon profitieren, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Marc und ich darf dich heute hier auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem neuen Video. Und zwar sprechen wir heute über die Prüfnorm ECE 2206, also die sechste Version der Prüfnorm ECE 22 der Vereinten Nationen. Die regelt, wie Motorradhelme geprüft werden und welche Sicherheitsansprüche sie dann erfüllen müssen. Die Helmhersteller haben jetzt 3 Jahre Zeit, ihre Helme von der 22.05 auf die 22.06 umzustellen oder gar neue Helmmodelle gleichgemäß der 22.06 zu entwickeln. Dabei gibt es vor allen Dingen veränderte Prüfweisen, Prüfverfahren, denn früher war es relativ einfach, die Helme auch im Hinblick auf die Prüfverfahren zu optimieren. Man wusste genau, was geprüft wird und wie geprüft wird, sodass teilweise die Helmhersteller genau ihre Helme gemäß dieser Prüfanwendung entwickelt haben, sodass die Helme gleich so konzipiert wurden, dass sie auf jeden Fall diese Prüfnorm erfüllen, wobei natürlich hochwertige Helme das auch übererfüllen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass nicht nur die Aufprallgeschwindigkeit im Test höher ist, sodass andere Kräfte auf die Helme einwirken. Zudem ist es nicht mehr so, dass vorher bekannt ist, wo der Aufprall stattfindet, sodass die Prüfer wirklich frei wählen können, wo der Aufprall stattfindet, sodass die Helme nicht mehr entsprechend dazu konzipiert werden können. Modulare Helme werden künftig in beiden Zuständen geprüft, nämlich zum einen geschlossen als Integralhelm und dann geöffnet als Jethelm. Und zudem, wenn der Helm ein Sonnenvisier hat, dann muss das für den Aufprall, für den Test heruntergelassen sein. Das heißt also, es ist jetzt nicht mehr wie früher hoch, sondern ist es jetzt hinuntergelassen, sodass da auch eben geprüft wird, ob das standhält. Generell sind höhere Ansprüche jetzt auch an die Visiere gestellt, denn die werden im Test mit einer Stahlkugel beschossen mit 60 Meter pro Sekunde und dann darf das nicht zerbersten. Ebenfalls werden Jethelme mit angeflanschtem Kinnteil in beiden Zuständen geprüft. Das heißt also einmal so und einmal in dieser Variante ohne Kinnteil werden die beide dann geprüft. Das heißt also einmal als reiner Jethelm und einmal mit diesem angeflanschten Kinnteil, was euch natürlich nicht verletzen soll im Falle eines Unfalls. Anbaugeräte wie Bluetooth-Freisprechgeräte oder Kameras werden bei der Prüfung nach wie vor nicht berücksichtigt, denn man kann hier einfach nicht voraussagen, was die Leute fahren und was sie tragen. Und dementsprechend wird wirklich nur der reine Helm geprüft. Auf nationaler Ebene gibt es zudem nochmal Regelungen bezüglich reflektierender Bereiche auf dem Helm. Das unterscheidet sich aber von Deutschland zu anderen europäischen Ländern. Das war die ECE 22.06 in Kürze. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und die ganzen Quellen sind in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung ist auch als erster Link unser Instagram-Account, wo ihr ja, Bilder mit den ganzen Helmen seht, wo ihr unsere Ausrüstung seht, wo ihr an Umfragen beteiligt werdet, also unbedingt anschauen. Und dann kannst du jetzt hier unseren Kanal abonnieren und hier ist ein für dich ausgewähltes Video. Und dann wünsche ich dir eine gute und vor allen Dingen unfallfreie Motorrad. Also pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.